Dies ist der Start des ersten Klimaaktionstags in Bonn. Gegen die Klimakrise wird es eben keinen Impfstoff geben, sondern gegen die Klimakrise müssen wir alle gemeinsam etwas tun. Die Klimakrise ist längst bei uns in Bonn angekommen. Die große Herausforderung ist, dass wir in einer Situation sind, wo die Erde sich schon um 1,2 Grad im globalen Mittel erwärmt hat. Diese langwierigen Prozesse bieten Chance für demokratische Mitbestimmung und die Chance, dass wir mit der Klimakrise, die wir bewältigen, auch andere soziale Probleme bewältigen. Ich glaube, dass wir auf dem Schirm haben müssen, es muss schnell gehen, es muss demokratisch gehen und es hat Vorteile für uns. Also wer weiß denn, wie das geht? Wie wird Bonn klimaneutral? Bitte Hand heben. Ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, sozusagen uns zu trauen, auch groß zu denken. Was ich uns wünsche bei diesem ganzen Prozess, ist sehr viel Mut. Die Hoffnung speist sich bei mir daraus, dass ich sage, wir haben alle technischen Voraussetzungen, wir haben auch eigentlich alle politischen Voraussetzungen. Nur der Wille, der fehlt noch. Was mir auch Hoffnung bereitet, ist, dass das Thema Klimawandel, Klimakrise auch in Bonn von der Agenda nicht mehr wegzudenken ist. Ich sehe hier über 100 Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren, die Wissen teilen, die ihre Ideen mitbringen und die motiviert sind. Und das andere ist, dass wir, glaube ich, alle noch mehr lernen können und noch mehr erfahren müssen, dass ja, mutig zu sein und offen zu sein für Veränderungen und zu lernen, dass sich ein klimafreundliches Leben und ein schönes Leben, dass einander das nicht ausschließt, sondern dass das zusammengeht. Das ist gut geworden, oder? Genau in 15 Monaten werden wir den zweiten Bonn for Future Klimaaktionstag machen. Und wir werden zurückblicken auf 15 Monate, in denen 4 große Klimaforen stattgefunden haben. Und wir wollen dann wissen, wie es geht mit dem Klimaneutralwerden in Bonn.